Ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 71, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Landesregierung täuscht die Öffentlichkeit, Unterrichtsausfall nicht weiter leugnen. Hierzu rufen wir auf die mündliche Frage Nummer 1007 des Abg. Degen und den Tagesordnungspunkt 73, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Unterrichtsausfall ernst nehmen statt verschleiern. Ich schlage vor, dass zunächst Abg. Degen seine Frage stellt, und dann habe ich auch gleich, wenn die Antwort da war, die erste Wortmeldung von ihm. Er kann dann nahtlos weitermachen. Bitte, Herr Degen. Ich frage die Landesregierung, wie begründet sie ihre Annahme, es käme aufgrund des Konzepts verlässliche Schule nicht zu Unterrichtsausfall in Hessen, da doch das Konzept der verlässlichen Schule lediglich feste Betreuungszeiten von 4 bis 5 Stunden sichern soll, aber keinen qualitativ hochwertigen Unterricht, schon gar nicht ganztags? Herr Abg. Degen, den hessischen Schulen stehen mehr Lehrkräfte zur Verfügung, als sie benötigen, um alle in der Stundentafel enthaltenen Unterrichtsstunden abzudecken. Die Lehrerzuweisung liegt weitaus höher als die für die Grundunterrichtsversorgung erforderlichen 100%, nämlich für jede Schule bei mindestens 104%, selbstständige Schulen bei 105% und in vielen Fällen aufgrund der zahlreichen Sonderzuweisungen, die wir vornehmen, sogar noch weitaus höher. Deshalb haben wir in Hessen den strukturellen Unterrichtsausfall überwunden, und nichts anderes wurde behauptet. Wir haben heute in Hessen im Vergleich zu 1998/99 trotz zurückgegangener Schülerzahlen rund 10.000 Lehrerstellen mehr. Selbstverständlich werden aber auch heutzutage Lehrkräfte krank. Und selbstverständlich wollen wir, dass an den Schulen Klassenfahrten stattfinden, Theaterbesuche und Exkursionen zu Museen und Gedenkorten. Ich nenne hier beispielsweise Schülerfahrten nach Buchenwald oder Bergen-Belsen oder zum Point Alpha. Solche Unternehmungen sind sehr sinnvoll, aber zwangsläufig damit verbunden, dass Lehrkräfte, die diese Fahrten begleiten, für sonst in der Zeit in anderen Klassen zu haltenden Unterricht nicht zur Verfügung stehen. Das Gleiche gilt bei Krankheit. In diesen Fällen greifen daher Vertretungskonzepte der Schulen, die ein pädagogisch sinnvolles Angebot bereitstellen. Dafür stehen andere Lehrkräfte und Vertretungskräfte bereit. Von Unterrichtsausfall, bei dem Unterrichtsstunden des in der Stundentafel ausgewiesenen Pflichtunterrichts tatsächlich ersatzlos wegfallen, kann dabei nicht die Rede sein. Pädagogisch sinnvolle Vertretungen dürfen nicht in einen Topf mit Unterrichtsausfall geworfen werden. Grundsätzlich ist weiter zwischen lang- und kurzzeitigen Abwesenheiten der nach dem Stundenplan eingeplanten Lehrkraft zu unterscheiden. Bei langfristiger Abwesenheit, also beispielsweise aufgrund von Elternzeiten oder längerfristigen Krankheiten, wird der Unterricht durch eine andere fest eingesetzte Lehrkraft abgedeckt. Umgesetzt werden kann dies beispielsweise durch Umverteilungen in der schulischen Lehrerzuordnung, durch unbefristete Neueinstellungen, durch Einsatz der mobilen Vertretungsreserve oder durch befristete Vertretungsverträge im Rahmen des TVH. Geplante kurzzeitige Abwesenheiten, zum Beispiel bei Exkursionen der Lehrkraft mit anderen Klassen, Wettbewerbsteilnahmen, Teilnahme an Austauschfahrten usw., können in der Regel durch schulinterne Vertretungskonzepte kompensiert werden. Dann können beispielsweise durch die abwesende Lehrkraft Arbeitsaufträge erteilt werden, die die Schülerinnen und Schüler in Abhängigkeit von ihrem Alter mit oder ohne Betreuung einer Lehrkraft bearbeiten. Bei einer ungeplanten, akuten Abwesenheit einer Lehrkraft, zum Beispiel aufgrund einer Erkrankung oder aufgrund eines Beschäftigungsverbots im Falle der Schwangerschaft, handelt es sich in der Regel um ein nicht vorhersehbares Ereignis, das sich zunächst störend auf die Organisation auswirkt. Da es aber zu den Erfahrungswerten im Arbeitsleben gehört, diese Fälle einzuplanen, haben Schulen dafür Arbeitsroutinen entwickelt. Zu den Aufgaben der Schulleitung gehört es, für diesen Fall Vertretungsregelungen sicherzustellen. Diese Regelungen sind nicht allein organisatorischer Art und beschränken sich nicht darauf, lediglich die Aufsicht über Lerngruppen sicherzustellen. Zur schulischen Entwicklungsarbeit gehört es, inhaltlich ausgeprägte Vertretungskonzepte zu entwickeln. So verfügen viele Schulen über hervorragende Vertretungskonzepte, mit denen sichergestellt wird, dass einer Lerngruppe trotz Ausfall der Fachlehrkraft keine Lern-, Übungs- oder Vertiefungszeit verloren geht. Im Gegenteil kann die durch den Ausfall einer Fachlehrkraft zunächst entstehende Lücke im regulären Plan sinnvoll genau für diese ebenfalls wichtigen Phasen im Lernprozess genutzt werden. An Grundschulen, die beispielsweise nach dem pädagogischen Konzept der Wochenplanarbeit unterrichten,
gelingt dies üblicherweise sehr gut, da ein Wochenplan von der Lehrkraft von vornherein so konzipiert ist, dass die Weiterarbeit der Schülerinnen und Schüler auch in der Betreuungssituation ermöglicht wird. Entsprechend helfen hier die zusätzlichen Betreuungs- und Beaufsichtigungsmöglichkeiten, die den Schulen im Rahmen der verlässlichen Schulzeit zur Verfügung stehen. Ebenso können im Bereich der Schulen der Sekundarstufe 1 VSS-Kräfte die entsprechenden Übungs- und Vertiefungsphasen absichern. Bei den Vertretungskonzepten der hessischen Schulen ist zur Erteilung von qualifiziertem Unterricht bei Abwesenheit der regulären Lehrkraft außerdem nach § 9 der Dienstordnung die Möglichkeit zu beachten, dass Lehrkräfte auf Anordnung der Schulleiterin oder des Schulleiters verpflichtet sind, über die jeweils festgesetzte Pflichtstundenzahl hinaus Vertretungsstunden zu übernehmen. Diese Möglichkeit zum Wohle der Schülerinnen und Schüler und zur Sicherstellung des Pflichtunterrichts umzusetzen, liegt ebenfalls im Aufgabenbereich der Schulleiterinnen und Schulleiter und ist über die untere Schulaufsichtsbehörde zu prüfen. Damit ist sichergestellt, dass in Hessen, anders als in den 1990er Jahren, kein flächendeckender Unterrichtsausfall vorkommt. Das schließt nicht aus, dass es in Einzelfällen, wenn beispielsweise in der Grippewelle dieses Winters kurzfristig an einer Schule über 10 Lehrkräfte gleichzeitig ausfallen, auch die besten Vertretungskonzepte an ihre Grenzen stoßen. Ich denke, jeder wird dafür Verständnis haben, dass solche Situationen vorkommen können und schlechterdings unvermeidbar bleiben, weil wir nicht hinter jeder Lehrkraft eine zweite fachlich gleich qualifizierte Kraft als ständig abrufbaren Ersatz vorhalten können. Das gibt es aber auch sonst nirgends in Deutschland und es ist mir auch aus dem Ausland nicht bekannt. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Ich darf anmerken, wir haben selten eine so ausführliche Antwort auf eine mündliche Frage erhalten. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Degen. Ja, vielen Dank, Herr Minister, für diese Abhandlung, auch den Ausblick auf Ihre spätere Rede. Ich möchte meine Frage noch einmal zuspitzen. Sind Stunden, die im Rahmen der verlässlichen Schule vertreten werden als pädagogische Betreuung, wie es in Ihrer eigenen Verordnung steht, ist das Unterricht, ja oder nein? Abgeordneter Degen, der Sinn der differenzierten Darstellung, die ich soeben gegeben habe, war, die Komplexität dieser Sachverhalte zu beleuchten. Es eignet sich nicht für derart plakative Bewertungen. Wenn der reguläre Unterricht nicht gehalten werden kann, weil die Fachlehrkraft aus den unterschiedlichsten Gründen nicht anwesend ist, dann gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, diese Zeit pädagogisch sinnvoll zu nutzen. Und wenn die Zeit pädagogisch sinnvoll genutzt wird, dann ist das für uns kein ersatzloser Ausfall von Unterricht. Kollege Degen, weitere Zusatzfrage. Herr Minister, ich bitte nochmals um einfach eine klare Auskunft. Handelt es sich um Unterricht, ja oder nein? Genau. Sehr gut. Ich kann das. Kolleginnen und Kollegen, bitte lassen Sie uns die Antwort hören. Also ich kann ja verstehen, dass Sie jetzt so ein bisschen das amerikanische Kreuzverhör imitieren wollen, wo dann der Anwalt den Zeugen auch andonnert, jetzt beantworten Sie die Frage mit ja oder nein. Aber, und das sollten Sie als Fachmann auch wissen, die Dinge liegen, sind vielschichtiger und deswegen ist es für diese Art von plakativer Bewertung nicht geeignet. Darüber können wir uns aber jetzt gleich in den Reden in der Debatte noch ausgiebig streiten. Für eine weitere Zusatzfrage, Kollege Greilich, bitte. Herr Minister, bitte um Aufmerksamkeit. Herr Minister, ist Ihnen bekannt, dass die Gefahr des Zerbrechens von Eiern immer größer wird, je länger der Eiertanz dauert? Wenn sie hart gekocht sind, nicht. Es gilt nur für roh, nicht für hart gekochte. Lieber. Ja. Bitte etwas mehr Ruhe. Herr Abgeordneter, ich will jetzt nicht das Urheberrecht dafür reklamieren, aber die Kollegin Puttrich hat gerade eben darauf aufmerksam gemacht, für hartgekochte Eier gilt das nicht. Weitere Zusatzfrage, Kollege Quanz. Herr Staatsminister, wie erklären Sie sich, dass alle Lehrerverbände unisono mitteilen, es fällt weiterhin in Hessen Unterricht aus?
Woher sollen die das wissen? Woher sollen die das? Warte mal auf die Freigabe. Herr Abgeordneter Quanz, wir sind auch über diese Dinge natürlich im Gespräch mit den Lehrerverbänden, aber die Frage ist wirklich, wie definiert man das? Wir werden das ja gleich noch näher behandeln. Und natürlich, wenn Sie sagen, in dem Moment, wo die reguläre Fachlehrkraft, weil sie krank ist, weil sie auf Exkursion ist, weil sie aus anderen Gründen nicht anwesend ist, kann sie den Unterricht nicht regulär halten und das bezeichnen Sie als Unterrichtsausfall, dann werden Sie immer Unterrichtsausfall haben, egal wie intensiv wir uns noch darüber unterhalten. Wenn Sie umgekehrt feststellen, Unterrichtsausfall struktureller Natur, das heißt, sind Lehrkräfte für den Unterricht entsprechend vorhanden, werden Sie feststellen, wir haben überhaupt keinen Unterrichtsausfall in Hessen. So, und dazwischen können wir jetzt die unterschiedlichsten Kategorien, jetzt darf ich nochmal auf meine Antwort auf die Frage eben verweisen, können wir die unterschiedlichsten Kategorien definieren. Was ist, wenn beispielsweise statt des Mathelehrers der Englischlehrer kommt und seinen Fachunterricht hält, weil es ja auch nicht sinnvoll wäre, wenn der Englischlehrer Mathe unterrichtet. Was ist, wenn... Oder gibt es einen Unterschied, wenn das der Lehrer ist, der die Klasse auch sonst in Englisch hat? Oder wenn es vielleicht ein Englischlehrer ist, der die Klasse sonst nicht hat, der also sozusagen eine eigene Unterrichtseinheit gestalten muss? Was ist, wenn mit Material, das die entsprechende Lehrkraft vorgegeben hat, dann eine andere Vertretungskraft mit den Schülern Einübung und Vertiefung betreibt? Was ist, wenn das nicht Material von der Lehrkraft ist, die den Unterricht jeweils gibt, sondern wenn es Material ist, das, und das hat auch jede Schule vorrätig, ein Materialpool, wenn die Lehrkraft beispielsweise aufgrund der Erkrankung nicht mehr in der Lage ist, selbst Material zur Verfügung zu stellen, dass man dann sozusagen zentral zusammengestelltes Material nimmt, um mit den Schülerinnen und Schülern entsprechend zu arbeiten. Wir können über jede dieser Kategorien jetzt im Einzelnen anfangen zu diskutieren, wie die zu bewerten ist. Und das ist natürlich auch Bestandteil des Gesprächs mit den Lehrerverbänden. So, herzlichen Dank. Das war jetzt ein Aufruf, über all das zu diskutieren. Deswegen rufe ich die Debatte auf von 62/91 aus 19 und 92/95 aus 19. Vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Kollege Degen, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In Hessen fallen tagtäglich tausende Stunden Unterricht aus. Das kann man leugnen, man kann sich auch schönreden, sich auch um Kopf und Kragen reden oder es einfach neu definieren. Vielleicht heißt heute Unterrichtsausfall einfach anders. Aber Fakt ist, Unterrichtsstunden fallen aus. Auch wenn die Landesregierung es leugnet, sogar heute noch einmal zum Pressefrühstück eingeladen hat, um vermutlich ähnlich verschwurschtelt wie eben darzustellen, warum es eben nicht so ist, wie es sein darf, meine Damen und Herren, es ist eine Tatsache. Und ich bin gerade der Landesschülervertretung sehr dankbar, dass die diese Tatsachen endlich auch einmal an einem Beispiel des 11.04., einem Tag ohne Grippewelle, auch ans Licht gebracht haben, meine Damen und Herren. Denn diese Zahlen, die die Landesschülervertretung relativ unbürokratisch erhoben hat, zeigen eben deutlich, dass das, was uns schon lange Eltern, Lehrkräfte, Schüler mitteilen, eben auch eine Datengrundlage hat, dass eben Unterricht immer wieder ausfällt. Und, meine Damen und Herren, Unterricht ist nun einmal die Kernaufgabe des Kultusministeriums. Der Kultusetat umfasst über 5 Milliarden €. Und natürlich haben wir und auch die Öffentlichkeit ein berechtigtes Interesse daran, zu wissen, ob der Unterricht, der gehalten werden soll, auch gehalten wird, meine Damen und Herren. Und da kann man ja jetzt irgendwie die Daten der Landesschülervertretung anzweifeln, wie Sie das tun, Herr Minister. Aber solange Sie keine eigenen Daten liefern, glaube ich die Daten der Landesschülervertretung. Und auch mit Ausblick auf die Redebeiträge, die
heute wahrscheinlich wieder kommen werden. Es geht uns nicht um Stellenpläne. Es geht uns dabei auch nicht um Lehrerzuweisungen, Prozentzahlen oder statistische Mittelwerte. Es geht um die Wirksamkeit dessen, was wir hier beschließen mit Haushaltsplänen. Es geht darum, dass die Stunden, die gehalten werden sollen und die rein rechnerisch möglicherweise alle irgendwie da sein sollten, dass die auch wirklich beim Schüler, bei der Schülerin am Ende ankommen und wirksam werden, meine Damen und Herren. Seit Monaten fragen wir mit kleinen Anfragen, mit großen Anfragen, mit Berichtsanträgen, und die Antwort ist immer wieder die gleiche des Kultusministers. Er sagt, nun ja, die Daten werden gar nicht zentral erhoben, uns liegt nichts vor, und außerdem würde die Beantwortung einen sehr hohen Verwaltungsaufwand bedeuten, meine Damen und Herren. Und das wohlgemerkt, obwohl die Stellen in Ihrem Ministerium von Jahr zu Jahr steigen, Herr Kultusminister. Da passt was nicht zusammen. Sie geben sich ahnungslos. Dass das anders geht, zeigt so ziemlich jedes Bundesland in dieser Republik außer Hessen. Und ich führe ja selten Bayern an, Herr Boddenberg, selten. Aber schauen Sie mal nach Bayern um. Möchten Sie sich zu Wort melden, Herr Boddenberg? Dann warte ich darauf, aber jetzt bitte ich dran. Ja? Meine Damen und Herren, im Bayerischen Landtag heißt es, um in der Öffentlichkeit, den Medien und der Bildungspolitik, um geführte Diskussionen zum Thema Unterrichtsausfall auf eine sachliche Grundlage zu stellen, wurde schon im Schuljahr 2005/2006 das Konzept einer schon vorher im Auftrag des Bayerischen Landtags durchgeführten Erhebung zum Unterrichtsausfall aufgegriffen und kontinuierlich weitergeführt. Mit Beginn des Kalenderjahres 2012 wurde die Erhebung auf sämtliche staatliche Gymnasien und Realschulen ausgeweitet, um hier eben entsprechende Daten zu liefern, meine Damen und Herren. Gleiches in Brandenburg gibt es eine Zusatzerhebung zum Unterrichtsausfall. Es sind um die 2%. Und auch in Nordrhein-Westfalen, um noch einmal klarzumachen, dass es nicht darum geht, jede einzelne Schule irgendwie zur Abfrage zu zwingen. In Nordrhein-Westfalen gibt es ein sogenanntes rollierendes Verfahren. Da werden an allen 4.600 öffentlichen Schulen in gewissen Erhebungsintervallen immer wieder Daten abgefragt und entsprechend hochgerechnet. Und das Ganze, meine Damen und Herren, kostet schlappe 175.000 €. Ich glaube, das könnte uns das auch wert sein, um endlich einmal eine valide Grundlage bei Unterrichtsauswahl in Hessen zu haben. Übrigens gibt es auch Bundesländer, da wird auf parlamentarische Anfragen geantwortet. Ein Beispiel, eine kleine Anfrage aus dem Thüringer Landtag. Übrigens 2012, da hat noch die CDU regiert in Thüringen. Da fragt einfach ein Abgeordneter die simple Frage, wie hoch war der Unterrichtsausfall im Schuljahr? Und die Antwort ist eben einfach, der durchschnittliche Unterrichtsausfall betrug an allen drei Stichwochen an den staatlich allgemeinbildenden Schulen zwischen 3 und 4%. Meine Damen und Herren, so etwas geht, so etwas kann man leisten, wenn man es will. Und vermutlich wird es immer in gewissem Maß Unterrichtsausfall geben. Das ist doch gar keine Frage. Aber man muss es doch eindämmen. Man muss doch Daten haben, damit man weiß, wie viele Vertretungslehrkräfte man braucht. Man muss doch, wenn man einen Patienten hat, den man behandeln will, diagnostizieren und ihm sagen, was er hat, damit man wirklich eine Behandlung einleiten kann, meine Damen und Herren, anstatt ihn einfach wegzuschicken und zu sagen, du hast gar nichts. So kann es nicht gehen. Diese Realitätsverweigerung lassen wir Ihnen nicht weiter durchgehen, Herr Minister, und Sie müssen sich auch einmal entscheiden. Einerseits lavieren Sie herum und erzählen uns, Sie haben keine Daten. Dann sagen Sie, es gibt keinen Unterrichtsausfall und die Daten der Landesschülervertretung seien falsch. Sie müssen sich schon einmal entscheiden. Was denn nun? Gibt es keinen Unterrichtsausfall oder haben Sie keine Daten, Herr Minister? Das passt so nicht zusammen. Beides gleichzeitig geht nicht. Entweder der Minister ist so ahnungslos, wie er behauptet, oder was er sagt, das stimmt nicht. Und das, meine Damen und Herren, wäre schlicht fahrlässig. In beiden Fällen frage ich mich, ob Sie Ihrer Aufgabe so noch gewachsen sind, Herr Kultusminister. Ich bin der Auffassung, er weiß es eigentlich besser. Ich nehme eine kleine Anfrage vom letzten Jahr. Da ging es um Sportunterricht. Da haben wir hier 82% Unterrichtsabdeckung, 79% Unterrichtsabdeckung an Mittelstufenschulen.
67,9 % Unterrichtsabdeckung alleine im Schulsport, meine Damen und Herren. Und wenn Sie unseren Kleinen Anfragen schon nicht glauben, dann nehmen Sie doch das Auskunftsersuchen vom Juli letzten Jahres. Das hat uns ja der ehemalige Kollege Irmer noch netterweise als Abschiedsgeschenk dargelassen, meine Damen und Herren. Das ist eine Auskunftsersuchung gewesen, das wahrscheinlich, wenn wir es gestellt hätten, so nicht beantwortet worden wäre, zu medizinischen Fachangestellten und deren Ausbildung an beruflichen Schulen, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen das noch einmal vorlegen. Da fragte der Kollege, wie hoch der Unterrichtsausfall in diesem Ausbildungsgang ist an den beruflichen Schulen. Und die Antwort war des Ministers, er hat es unterschrieben, dass der Unterrichtsausfall in den Lernfeldern hier am Beispiel eines Schulamts, ich will es jetzt nicht nennen, 24,28 % ist, bei einem anderen 11,7, dass der Unterrichtsausfall an einem anderen Schulamt 32 % ist, meine Damen und Herren, an einem weiteren 30,4. Und das, meine Damen und Herren, ist eine Antwort des Kultusministers. Wenn Sie weiterhin behaupten, es gebe keinen Unterrichtsausfall in Hessen, Herr Kultusminister, dann ist das nicht redlich. Beenden Sie endlich diese Scharade und retten Sie noch einen Funken Glaubwürdigkeit am Ende Ihrer Amtszeit. Denn diese sogenannte Unterrichtsgarantie sollte einmal so ein Vorzeigeprojekt der CDU gewesen sein, übrigens genauso wie staufreies Hessen, meine Damen und Herren. Da lachen doch die Hesse und Hessen nur noch drüber. Am Ende ist das alles nichts anderes als eine weitere Marketingkampagne der CDU, sich auf dumm zu stellen, zu versuchen, keine Daten zu haben, wo man es eigentlich besser weiß. Denn Sie wissen, dass Sie diese Baustellen vor der Landtagswahl nicht mehr in den Griff bekommen, dass Unterrichtsausfall und Lehrermangel Probleme sind, die Sie die letzten Jahre verschlafen haben und nicht angegangen haben, und dass sich das bitter rächen wird, meine Damen und Herren. Das ist doch kein Quatsch, das sind doch seine eigenen Worte in seinen Antworten. Schauen Sie doch einmal rein. Meine Damen und Herren, Herr Bauer, ich habe eben gesagt, es geht um die Wirksamkeit. Es geht um die Wirksamkeit, dass auch Lehrkräfte vor Ort ankommen und entsprechend eingesetzt werden können, meine Damen und Herren. Verkaufen Sie die Menschen nicht weiter für dumm, liefern Sie endlich echte Zahlen, und seien Sie ehrlich dabei. Nur so können wir entsprechende Konzepte entwickeln, um künftig auf Unterrichtsausfall in Hessen zu minimieren, meine Damen und Herren. Dafür steht die SPD, dafür setzen wir uns ein, und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Faulhaber, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Also, da behauptet wieder der Kultusminister, in Hessen fällt kein Unterricht aus und es gibt Vertretungen und genügend Personal für Vertretungen. Jetzt frage ich Sie, gibt es irgendwie Paralleluniversen in der hessischen Bildungspolitik? Ein ahnungsloser Kultusminister, der auf der lichtdurchfluteten Sonnenseite agiert und so eine dunkle Seite, auf der es diesen geheimnisvollen Unterrichtsausfall gibt und diesen Lehrermangel und diese Überlastungen. Gibt es keine fachfremd eingesetzten Kräfte an unseren Schulen, oder sind das vielleicht Aliens? Und beide Welten sind ohne Kontakt,
und ohne kompatible Kommunikationsstruktur? Die Frage ist doch, sind Sie wirklich ahnungslos, Herr Lorz, oder verbreiten Sie nur eitel Sonnenschein in der Öffentlichkeit und ignorieren alle Versuche, Ihnen die Probleme an den hessischen Schulen nahezubringen, weil z. B. nicht sein kann, was nicht sein darf? Wäre Letzteres der Fall, würde ich sagen, ein solcher Kultusminister ist nicht tragbar. Und ein bildungspolitischer Sprecher, der wie eine hüpfende Schallplatte ständig wiederholt, an den hessischen Schulen sei alles bestens und so gut wie nie zuvor, und im Übrigen ist der wäre im Übrigen auch nicht tragbar. Sie, Herr Schwarz, sind doch nach eigener Aussage ständig an den Schulen unterwegs. Dann erklären Sie mir mal bitte, warum Sie nicht mal einen Blick auf die Vertretungspläne werfen. Über was unterhalten Sie sich eigentlich mit den Kolleginnen und Kollegen da vor Ort? Danke schön. Also, meine Damen und Herren, Sie wundern sich über die Politikverdrossenheit junger Menschen und über das fehlende Vertrauen in die Politiker. Ja, und hier haben Sie ein Paradebeispiel dafür, wie so eine Politikverdrossenheit entsteht. Da behauptet ein Kultusminister. Kollegin Faulhaber, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Da kann man eine Kurzintervention am Schluss machen. Da behauptet ein Kultusminister jahrelang, es gebe keinen Unterrichtsausfall an hessischen Schulen. Und der Landesschülervertretung gelingt es, durch eine simple Abfrage dies zu widerlegen. Ist irgendwie peinlich, oder? Und dann soll das auch noch Vertrauen in die Politik schaffen. Das ist ja geradezu irgendwie abenteuerlich. Und nun schauen wir uns doch einmal an, was die Schülerinnen und Schüler erfragt haben. Herausgefunden haben sie, dass es massiven, aber wirklich massiven Unterrichtsausfall in Hessen gibt. Hochgerechnet auf etwa 700 weiterführende Schulen fallen im Schnitt 23 Unterrichtsstunden aus, und zwar täglich. Und wenn man dann nicht von massivem Unterrichtsausfall reden kann, Herr Lorz, dann weiß ich es ja wirklich auch nicht. Und da hilft es ja auch nicht, wenn Sie hier darstellen, wie komplex die Beurteilung von Unterrichtsausfall sei. Das weiß ich auch über Lehrerinnen. Als hätten wir ausreichend Englischlehrer als Vertretungsreserve oder sonstige Fachlehrer als Vertretungsreserve. Natürlich machen die Schulen einen Vertretungsplan, aber ob Ihnen das mit Ihrem Fachpersonal gelingt, wirklich fachlich, pädagogisch gute Vertretung zu machen, das weiß ich aus Erfahrung, dass das nicht so ist. Das müssen Sie mir nicht erzählen. Und das wird ja auch nicht besser, wenn das immer wieder wiederholt wird und behauptet wird, Unterrichtsausfall sei kein Thema. Und das mit dem kein Thema, das ist ja nicht nur beim Unterrichtsausfall so. Ebenfalls kein Thema für Sie sind die zahlreichen Überlastungsanzeigen Ihrer Lehrkräfte, ebenso wenig deren Gesundheit. Kein Thema ist eine gerechte Bezahlung der Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer. Kein Thema ist eine umfassende Bedarfsanalyse bezüglich des tatsächlichen Investitionsbedarfs für Schulgebäude. Und kein Thema ist die Ungerechtigkeit in Bezug auf das Schülerticket. Und daher finde ich die Bezeichnung der SPD Mr. Ahnungslos durchaus zutreffend. Sie weigern sich hartnäckig, Dinge zur Kenntnis zu nehmen. Was für Sie selbst, Herr Lorz, kein Thema ist, wird von Ihnen auch nicht als Thema wahrgenommen. Und dabei liegen wirklich beunruhigende Studien über Arbeitsbelastungen und Gesundheitszustände von Lehrerinnen und Lehrern vor in anderen Bundesländern. Und das interessiert Sie überhaupt nicht, wie das für Hessen ist. Das finde ich skandalös. Das ist skandalös. Wenn man das zur Kenntnis nimmt, ist das skandalös. Stattdessen verkaufen Sie uns in der Öffentlichkeit gestern in einer Pressekonferenz die Mogelpackung oder was vorgestern Pakt für den Nachmittag als ein Erfolgskonzept. Mal abgesehen davon, dass viele Betreuungseinrichtungen des Pakts ja schon lange vor der Einführung dieses Pakts die gleiche Arbeit getan haben, für die Schwarz-Grün sich jetzt hier lobt, kann man eine Beteiligung von nicht einmal 20% der Grundschulen ja nicht als großen Erfolg propagieren. Sie führen aus in Ihren Pressemeldungen 25 von 33 Schulträgern
werden am Ganztagsprogramm beteiligt. Ja, das klingt ganz gut, aber über die Zahl der Schulen sagt es nichts aus. Und dass 70% der hessischen Schulen ein Ganztagsangebot hätten, das ist einfach ein Gerücht. Nur weil es ab und zu mal eine AG am Nachmittag gibt, ist das kein Ganztagsangebot. Also wirklich. Und dann wird ja dieser Pakt noch nicht einmal ganz von der schwarz-grünen Landesregierung getragen. Dafür sind dann die Kommunen verantwortlich. Allerdings werden die bei der Lobhudelei dann nicht berücksichtigt. Auf keiner einzigen der Pressekonferenzen oder Ausschusssitzungen, die sich um den Pakt für den Nachmittag drehten, war auch nur eine kommunale Vertretung anwesend. Aber noch einmal kurz zurück zum Ausgangspunkt. So kann es ja nicht weitergehen. Wir fordern eine umfassende Bedarfsanalyse, die den tatsächlichen Lehrermangel erfasst und den zukünftigen Lehrerbedarf in Hessen hochrechnet. Dabei müssen sowohl der Unterrichtsausfall als auch die gesundheitlich bedingten Arbeitsausfälle erfasst werden. Sie sagen ja immer selbst, Sie kennen noch nicht einmal den Krankenstand. Das hilft auch nicht weiter, wenn Sie immer schöne Zahlen aufzählen und alles in rosaroten Farben malen. Wenn ein Kultusministerium die gesundheitsrelevanten Probleme nicht wissen will und keine Vorstellung von Unterrichtsausfall und Lehrerbedarf hat, meine Damen und Herren, dann kann es ja auch nicht beurteilen, wie erfolgreich die eigene Arbeit ist. Dann brauchen Sie sich hier nicht so rosarot darstellen, weil Sie wissen ja eigentlich gar nicht, ob sie erfolgreich ist oder nicht. Ja, so ist es. Diese gefährliche Nachlässigkeit darf nicht weiter auf dem Rücken von Lehrkräften und Schulleitungen und Schülerinnen und Schülern ausgetragen werden. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, wenn Ihr Adrenalinspiegel ein bisschen steigt. Senkebach. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schwarz, CDU-Fraktion. Verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kollegen und vor allem auch sehr geehrte und liebe Schülerinnen und Schüler, ich hoffe, dass die heutige Exkursion in den Hessischen Landtag interessant und erkenntnisreich ist. Das ist auch ein Teil des hessischen Schullebens. Ich freue mich sehr, Sie und euch heute hier begrüßen zu dürfen. Und dann steigen wir auch ein in die Debatte, und da will ich eines vorwegstellen. Der Antrag der SPD-Fraktion ist unredlich. Der Antrag der linken Fraktion ist um keinen Deut besser. Ich würde sagen, sogar noch schlimmer. Die Landesregierung, das will ich Ihnen sehr deutlich sagen, täuscht die Öffentlichkeit nicht. Die Landesregierung verschleiert nichts. Die Wahrheit ist, zur Unterrichtsabdeckung, das, was im Stundenplan steht, brauchen wir im Lande Hessen 38.300 Stellen. Wir haben 53.400 besetzt. Und Sie versuchen, hier eine Geschichte zu erzählen, um die Öffentlichkeit bewusst zu täuschen und um eine Stimmung zu verbreiten, die ganz bewusst gegen die Interessen der hessischen Schülerinnen und der hessischen Schüler. Es hat noch nie eine Landesregierung gegeben, die so viele Mittel zur Verfügung gestellt hat wie diese. Und die Opposition, und das ist in der Tat unredlich, versucht, ein anderes Bild zu stellen und damit die tatsächliche Lage an den hessischen Schulen völlig anders darzustellen. Deswegen, weswegen machen Sie das, Herr Kollege Schäfer-Gümbel? Weil Sie nichts zu bieten haben außer Klamauk. Weswegen machen Sie das? Weil Sie mit Neid auf unsere Bildungs- und tatsächlich kraftvolle Offensive, Investitionsoffensive in den Bildungsbereich schauen, weil Sie nirgendwo das zu bieten haben, was wir im Lande Hessen leisten. Und ich will Ihnen eins sagen. Überall dort, wo Sie Verantwortung tragen, erreichen Sie nicht ansatzweise das, was wir an Lehrer- und Unterrichtsversorgung im Lande Hessen schon lange vorweisen können und von Jahr zu Jahr hier noch ausgebaut wird. Das ist einzigartig. Weswegen machen Sie das? Weil Sie fast in eine Schockstarre verfallen sind, als Sie festgestellt haben, dass wir alleine in dieser Legislaturperiode
weitere 4.300 zusätzliche Stellen geschaffen haben. Ich will Ihnen eines sagen. Als die Wählerinnen und Wähler im Jahr 1999 ihre bildungspolitische Katastrophe abgewählt haben, war ein struktureller Unterrichtsausfall von 17% geplant. Das heißt im Klartext, die Grundunterrichtsversorgung, über die im Lande Hessen kein Mensch mehr redet, ist eine Selbstverständlichkeit. Eine Selbstverständlichkeit. Haben Sie von 100 Stunden, die im Stundenplan standen, per se 17 nicht gegeben. Das heißt ganz konkret, in der Übersetzung Stundentafel, 30 Stunden in der Woche nehmen wir einmal an, planmäßig fielen 5 Stunden bei Ihnen von vornherein schon einmal aus. 5 Stunden fielen von vornherein bei Ihnen schon einmal aus. Das ist bei uns vollständig anders. Wir haben die 105%-Garantie, und die gibt es nur einmal. Die gibt es nämlich nur bei uns in Hessen. Und ich will es noch einmal sagen, damit das für die Öffentlichkeit klar ist. Wir haben 15.300 Stellen mehr besetzt, als wir für die Grundunterrichtsversorgung brauchen, das, was im Stundenplan steht. Und da sollten wir gelegentlich einmal darauf hinweisen, und das will ich auch nicht unerwähnt lassen. Wir haben heute 80.000 Schüler weniger an den hessischen Schulen als 1999. Wir geben aber pro Woche, und das für jeden zum Mitschreiben, 300.000 Stunden mehr. 300.000 Stunden mehr, obwohl wir 80.000 Schülerinnen und Schüler weniger haben als zu Ihrer Zeit. Und da müssten Sie mir einmal vorrechnen, wie denn hier irgendetwas schlechter geworden ist. Es ist Ihr bildungspolitisches Totalversagen gewesen. Ihr bildungspolitisches Totalversagen gewesen. Und wir haben die Scherben eingesammelt, und wir haben von Legislaturperiode zu Legislaturperiode aufgebaut und in aller Konsequenz. Auf uns können sich die Schülerinnen. Frau Präsidentin, ich gehe davon aus, dass das nicht von meiner Redezeit abgeht. Herr Schwarz, ich werde schon für Ruhe sorgen, denn Ihre Redezeit läuft weiter. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich gehe davon aus, dass Sie wohlwollend mit meiner Redezeit umgehen, in Anbetracht der Tatsache, dass ich permanent von der Opposition hier in ungemütlicher Art und Weise unterbrochen werde. Deswegen will ich das noch einmal sagen. Was heißt das konkret, dass wir 300.000 Unterrichtsstunden pro Woche mehr geben als zu Ihrer Zeit, obwohl wir 80.000 Schülerinnen und Schüler weniger haben? Das heißt ganz konkret, dass wir im Lande Hessen die höchsten Bildungsausgaben pro Kopf haben unter allen Bundesländern. Nirgendwo ein Wert, wie wir ihn vorweisen. Und das lassen wir uns von Ihren Klamauk-Debatten auch nicht kaputtreden. Sie suchen doch nur ein Thema, weil von Ihnen jegliches Konzept fehlt. Das ist doch Ihr Problem. Sie fordern hier permanent, legen Sie doch einmal was vor. Immer nur höher, weiter, schneller. Was würden Sie, das interessiert mich mal, was würden Sie denn eigentlich anders machen, als zusätzliche Lehrer einzustellen? Was würden Sie denn eigentlich anders machen, als zusätzliche Lehrer zu qualifizieren? Da bin ich im hohen Maße gespannt drauf. Diese Antwort, die sind Sie seit Jahren schuldig. Sie haben nichts, aber auch gar nichts vorzuweisen. Oder wollen wir das so machen wie in Rheinland-Pfalz? Schöne Grüße dahin, dass wir bis zum Ende der Legislaturperiode bei 100% ankommen der Grundunterrichtsversorgung, oder so wie im von Ihnen verantworteten Niedersachsen, dass wir bis zum Ende der Legislaturperiode bei 100% Grundunterrichtsversorgung ankommen. Das ist ein Treppenwitz, was Sie hier vorweisen. Das ist in Hessen alles Geschichte, und nirgendwo wird das so konsequent abgearbeitet und so konsequent und ernsthaft in Angriff genommen, wie das bei uns der Fall ist, meine Damen und Herren. Deswegen, das will ich auch nicht unerwähnt lassen, ja, es kann zur Auswahl kommen, aber da haben wir verlässliche Schulen, da wurde schon darüber gesprochen, muss ich verkürzen, wir haben die mobile Reserve, und die Schulen sind verpflichtet, natürlich eigene Konzepte vorzulegen und
auch selbstverantwortlich Vertretungspläne zu stricken. Das läuft auch. Besondere Rahmenbedingungen haben natürlich auch besondere Herausforderungen. Die Grippewelle wurde eben schon einmal erwähnt, die schwerste Grippewelle, die wir seit Jahren hatten. Exkursionen, Fortbildungsveranstaltungen etc. können natürlich punktuell mal dazu führen, dass eine Stunde nicht vom Fachlehrer gegeben wird. Das kann passieren. Ja, sowas kommt vor. Allerdings will ich Ihnen eins sagen, wenn Sie in einem Betrieb morgens, wenn 10 Mitarbeiter da sind, 4 Krankmeldungen bekommen, dann kann der Betrieb, wenn er 40% mit einem Schlag weniger Personal hat, auch nicht die Leistung bringen, als wenn die 100% Personal in einem Betrieb mit 10 Leuten da wären. Das will ich auch einmal feststellen. So, und jetzt kommen wir noch einmal auf einen Aspekt zu sprechen, Stichwort Sport. Aber, Herr Kollege, das war schon ein starkes Stück. Wenn Sie die Fragestellung mit Sporthallen und Schwimmbädern gleichsetzen mit Sportlehrermangel und Sportstundenausfall, dann ist das ein weiteres Mal Tarnen von Öffentlichkeit. Täuschen. Ich bitte um Nachsicht. Also, Tarnen und Täuschen, das ist Ihr Motto. Täuschen der Öffentlichkeit. Bei allem großen Respekt vor der Landesschülervertretung, die Umfrage ist weder transparent noch repräsentativ. Ich hätte gerne gewusst, welche 97 Schulen das sind. Stellen sich viele Fragen. Was sagt eigentlich die Schulleitung dazu? Wurden möglicherweise AGs mitgezählt, die freiwillig und on top gegeben werden? Oder war es ausschließlich der Regelunterricht? Wurde fachfremder Unterricht als Auswahl gewertet? Wurden Klassenfahrten, Exkursionen damit eingepreist? Wurde selbstständige Arbeit an der gymnasialen Oberstufe als Unterrichtsausfall mitgerechnet? Fragen über Fragen. Und ohne nähere Erläuterung und Prüfung erlauben die im Raum stehenden Zahlen keinerlei Hinweis darauf, wie die tatsächliche Situation an Hessischen Schulen ist. Die ist so gut wie noch nie. Und abschließend will ich nicht unerwähnt lassen, der Vorsitzende der Landesschülervertretung ist seit Jahren Mitglied der Jusos. Er ist seit Jahren Mitglied der SPD. Und jetzt will ich mal einfach in den Raum stellen, ist es denn total zufällig, dass zu diesem Zeitpunkt, Kollege Schwarz, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, dass zu diesem Zeitpunkt eine solche Erhebung erfolgt, ist es möglicherweise nicht ganz uneigennützig. Festzuhalten bleibt, Hessen lässt sich gute Bildung was kosten. Da können sich die Schulen auf uns ganz gewiss verlassen. Und insofern treiben Sie den Menschen nicht permanent auf die Bäume. Treiben Sie den Menschen nicht permanent auf die Bäume. Kollege Schwarz, bitte letzter Satz. Und Kollegen, ich bitte Sie, den Herrn Schwarz zum Abschluss kommen zu lassen. Nichts zu tun hat. Vielen Dank. Jetzt bin aber ich dran, ja, Kollege. Kollege Schwarz, würden Sie bitte noch Ihren Mikrofonknopf wieder ausschalten? Das wäre nett. Danke schön. Ja, aber Ihre Redezeit ist zu Ende. Sie haben ja später noch Gelegenheit. Kollege Wagner, Sie haben das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich finde den Verlauf der Debatte bisher wenig überraschend. Die Regierung und die sie tragenden Fraktionen neigen dazu, in den Mittelpunkt zu stellen, was bereits alles geklappt hat. Und die Oppositionsfraktionen neigen dazu, in den Mittelpunkt zu stellen, was noch nicht geklappt hat. Das finde ich jetzt, gerade wenn ein Wahltermin näher rückt, nicht wahnsinnig überraschend, meine Damen und Herren. Ich glaube aber, dass die Schwarz-Weiß-Debatten im Bildungsbereich nicht weiterhelfen. Weder ist es so,
dass alle Herausforderungen, alle Probleme, die wir an unseren Schulen haben, schon gelöst sind. Noch besteht Anlass, das bereits Erreichte zu ignorieren oder die Situation an unseren Schulen in Grund und Boden zu reden, meine Damen und Herren. Die Schwarz-Weiß-Debatten helfen nicht weiter. Ja, sie sind sogar schädlich, meine Damen und Herren, weil sie verstellen den Blick auf die eigentlichen Probleme. Und mit der Verstellung des Blicks auf die Probleme hat man auch nicht den Blick für die Lösungen. Was ist denn das Problem? Was ist denn die Herausforderung, mit dem die Schulen übrigens bundesweit und nicht nur in Hessen konfrontiert sind, meine Damen und Herren? Das Problem ist, dass wir bundesweit einen Mangel an Lehrerinnen und Lehrern haben. Den haben wir in Hessen, den haben wir in Bayern, den haben wir in Rheinland-Pfalz, den haben wir in Thüringen, den haben wir in allen Bundesländern. Wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Der kommt daher, dass bis vor wenigen Jahren alle Landesregierungen, egal von wem sie getragen wurden, davon ausgegangen sind, dass wir zurückgehende Schülerzahlen haben. Alle Landesregierungen, alle Parteien sind davon ausgegangen und haben entsprechend ihre Ausbildungskapazitäten daran ausgerichtet. Und diese, Frau Kollegin Wissler, auch die Linke in Thüringen ist mit dem Lehrermangel konfrontiert, und auch die Linke in Thüringen hat die Ausbildungskapazitäten nicht schnell genug erhöht. Lassen Sie uns doch dieses Schwarz-Weiß-Spiel sein und uns die eigentlichen Probleme anschauen. Ja, es wurden zu wenige Lehrerinnen und Lehrer in den vergangenen Jahren bundesweit ausgebildet. Und deshalb haben wir heute Engpässe bei der Lehrerversorgung. Wir haben Engpässe bei der Lehrerversorgung. Und ganz konkret betrifft das in Hessen wie in anderen Bundesländern den Grundschulbereich. Es betrifft die Förderschullehrkräfte, und es betrifft einzelne Fächerkombinationen. Wir brauchen da doch überhaupt nicht drum herumzureden. Das ist die Herausforderung, das ist die Schwierigkeit, dass tatsächlich alle Stellen besetzt werden können, die es gibt. Daran arbeiten alle Landesregierungen, nicht nur diese Landesregierung, alle Landesregierungen. Aber, meine Damen und Herren von der Opposition, wenn man diese Herausforderung anerkennt, gibt es trotzdem keinen Grund, das schlecht zu reden, das infrage zu stellen, was in Hessen bereits erreicht wurde. Und wenn wir uns anschauen, meine Damen und Herren, steht Kollege Hessen, Wagner, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Im Moment nicht, Frau Präsidentin. Und wenn wir uns anschauen, wie steht denn Hessen bei der Lehrerversorgung da im Vergleich zu anderen Bundesländern? Wie ist denn die Ressourcenausstattung der Schulen in Hessen im Vergleich zu anderen Bundesländern? Dann gilt eben auch, dass sie bundesweit beispielhaft ist und deutlich besser als in nahezu allen anderen Bundesländern, meine Damen und Herren. Man braucht die Probleme nicht wegzureden, aber man darf auch wahrnehmen, was erreicht ist. In Hessen werden den Schulen 100 % Grundunterrichtsversorgung zugewiesen, im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern. Hessen ist das einzige Bundesland, das seinen Schulen 105 % Lehrerversorgung zuweist. Eben genau deshalb, damit Schulen mehr Flexibilität haben, auch auf kurzfristige Probleme zu reagieren. Das gibt es in keinem anderen Bundesland. Und ja, es gelingt nicht immer, jede Stelle sofort zu besetzen. Aber in Hessen gibt es die Stellen, die besetzt werden könnten, im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Und ja, unsere Schulen sind vielfältig herausgefordert. Und wir müssen schauen, wie wir unsere Schulen über die Lehrerversorgung hinaus unterstützen können. Und deshalb gibt es in Hessen den Sozialindex. Deshalb gibt es in Hessen den Integrationsindex mit 750 Stellen noch einmal über die Grundunterrichtsversorgung hinaus, über die 105 % Lehrerversorgung hinaus. Auch das gibt es in nahezu keinem anderen Bundesland. Das muss man doch nicht ignorieren. Das muss man doch nicht ignorieren. 700 sozialpädagogische Fachkräfte bringen wir
in diesem Jahr an die Schulen, weil wir eben nicht ignorant sind gegenüber den Herausforderungen unserer Schulen, sondern weil wir unsere Lehrerinnen und Lehrer in der schwierigen Situation mit dem Lehrermangel bestmöglich unterstützen wollen. Auch darüber kann man einmal reden, ohne dass man andere Probleme, die wir noch haben, ignoriert, meine Damen und Herren. Und lassen Sie uns vor allem doch einmal über Antworten auf den Lehrermangel reden. Davon habe ich in den Redebeiträgen der Opposition jetzt noch nichts gehört. Was wollen Sie denn machen, um den Lehrermangel zu bekämpfen? Ich höre, Sie wollen immer neue Statistiken. Immer neue Statistiken. Meine Damen und Herren, wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir wissen, dass wir einen bundesweiten Lehrermangel haben. Wir brauchen nicht immer neue Statistiken für die Opposition. Wir müssen etwas tun, um den Lehrermangel zu bekämpfen. Und genau das macht diese Landesregierung und diese Koalition, meine Damen und Herren. Was hilft gegen den Lehrermangel? Langfristig müssen wir die Ausbildungskapazitäten an den Universitäten erhöhen. Das machen wir. Mittelfristig müssen wir die Ausbildungskapazitäten an den Studienseminaren erhöhen. Das haben wir gemacht. Kurzfristig müssen wir dafür sorgen, dass der Quereinstieg in die Lehrämter, wo wir Bedarf haben, erleichtert wird und dass es Qualifizierungsprogramme gibt. Das haben wir gemacht. Ganz kurzfristig kann man Pensionärinnen und Pensionäre darum bitten, länger im Schuldienst zu bleiben und die Unterrichtsabdeckung zu verbessern. Das haben wir gemacht. Kurzfristig kann man Teilzeitkräfte bitten, sich zu überlegen, ob sie ihre Stunden nicht aufstocken können, um einen Beitrag zur Bekämpfung des Lehrermangels zu leisten. Das haben wir gemacht. Kurzfristig kann man dafür sorgen, dass Lehrerstellen, die nicht besetzt werden könnten, mit Personen besetzt werden, die in schulnahen Bereichen oder die Qualifikationen haben, die für Unterricht auch eingesetzt werden kann, damit dieser Unterricht eben nicht ausfällt. Genau das haben wir gemacht. Und was sagt die Opposition? Sie diskreditiert diese Personen, die wir gewinnen wollen, damit Unterricht gehalten werden kann, damit wir nicht dem Lehrermangel hingehen. Das diskreditieren Sie, diese Ansätze, als unqualifizierte Person. Ja, ich wünsche mir auch, dass jede Stelle, die wir haben, auch mit Lehrern besetzt werden kann. Aber wenn wir einen Lehrermangel haben, dann ist auch der Ansatz richtig, hier Kräfte zu finden, die zwar nicht voll ausgebildete Lehrer sind, aber die trotzdem dafür sorgen können, dass der Unterricht zumindest teilweise an dieser Stelle abgedeckt wird. Das diskreditieren Sie hier. Sie haben nämlich keine Lösungen, Sie beschreiben nur Probleme, meine Damen und Herren. Und natürlich können wir noch mehr tun. Natürlich können wir noch mehr tun. Ich wünsche mir sehr, dass der aktuelle bundesweite Lehrermangel dazu führt, dass wir endlich an den Schulen das machen, was schon immer richtig gewesen wäre, nämlich auf multiprofessionelle Teams zu setzen, Lehrerinnen und Lehrer durch weitere Professionen zu unterstützen und ihnen so eine Entlastung zu verschaffen, wenn wir es schon nicht schaffen, alle Lehrerstellen sofort mit dem geeigneten Lehrer zu verbinden. Und wenn das Ergebnis wäre, dann macht man aus einer schwierigen Situation für die Schulen etwas Produktives, statt nur Probleme zu beschreiben, meine Damen und Herren. Und noch einen Blick, wer uns hier Ratschläge erteilen will über die Lehrerversorgung. Das Ziel der Landesregierung in Rheinland-Pfalz, meine Partei ist daran beteiligt, aber auch die Kollegen der SPD und der FDP, das Ziel der Landesregierung in Rheinland-Pfalz ist, den Grundunterricht ganz abdecken zu können. Darüber redet in Hessen schon lange keiner mehr. Zu dem Beispiel, wer uns hier von der SPD Ratschläge über Unterrichtsversorgung geben will. Und schauen wir uns die Situation in Thüringen an, Frau Kollegin Wissler. Da schreibt die Kollege Wagner, aber bitte kurz Ihre Redezeit. Der letzte Satz. Da schreibt die FAZ vom 31.03.2018, ich zitiere,
In Thüringen herrscht so extremer Lehrermangel, dass die Schüler in mehr als 600 Klassen in einzelnen Fächern in ihren Halbjahreszeugnissen keine Noten bekommen konnten. Von Ihnen brauchen wir keine Ratschläge zur Verbesserung der Lehrerversorgung in Hessen, meine Damen und Herren.